Jesus stand mit seinen Jüngern zusammen und erzählte ihnen eine Geschichte. Ein Mann hatte einen jüngeren Sohn. Er wollte sein ganzes Erbe ausbezahlt bekommen, um wegzugehen. Der Vater gab ihm ein bisschen widerwillig das ganze Geld. Gott sei Dank blieb wenigstens der ältere Sohn bei ihm. Er machte sich große Sorgen und hoffte, sein Sohn würde bald zurückkehren. Auch die ganze Familie machte sich Gedanken. Wo will er denn hin? Wann kommt er zurück? Doch der jüngere Sohn ging voller Freude weg und dachte sich, jetzt mache ich mir ein schönes Leben. Jetzt wird alles gut. Jetzt will ich Spaß haben, Partys feiern, alle Leute einladen und mein Geld ausgeben. Essen und trinken, bei Musik und Tanz. Doch das Geld war bald ausgegeben und da kam der jüngere Sohn in Not. Er stand ganz alleine da und musste dann Schweine hüten. Es blieb ihm nichts anderes, obwohl das als schlechte Arbeit galt. Und da hatte er einen Gedanken. Er wollte wieder nach Hause zurückkehren, um den Vater um Vergebung zu bitten. Er machte sich auf den Weg und es war ihm etwas mulmig zumute, denn er wusste nicht, wie er zu Hause aufgenommen werden würde. Doch sein Vater sah ihn schon von Weitem, kam zu ihm, nahm ihn in die Arme, nahm ihn liebevoll wieder auf. Sie feierten ein großes Fest mit Tanz und Musik. Es wurde leckeres Essen gekocht. Wenn wir um Vergebung bitten, dann können wir immer wieder zum Frieden finden. Und auch Gott können wir um Vergebung bitten, wenn uns ein Fehler passiert ist in der Beichte.